Die Eintracht ist zu Hause in Europa. Willkommen an euch da draußen zu unserer Show am Matchday. Und zwar auf Eintracht TV, auf Facebook und auf YouTube. Wir schauen auf diesen fünften Spieltag. Die Frankfurter müssen auswärts ran in London. Die Mannschaft ist gestern nach London gereist zum FC Arsenal. Wir haben die Bilder hier. Und an diesem fünften Spieltag ist es richtig eng ums Weiterkommen. Und wir zittern heute gemeinsam mit Felix Wiedwald. Schön, dass du da bist, Felix. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben dich sehr gerne eingeladen. Und wenn man auf die Tabelle schaut, die wir gleich da vorbereitet haben, wie zuversichtlich bist du, dass heute beim großen FC Arsenal was für die Eintracht geht? Ja, warum nicht? Ist nicht so möglich. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, was möglich ist, was die Mannschaft im Stand ist zu bringen. Und ja, die Tabelle ist eng, aber wie gesagt, Lüttich muss auch erstmal auswärts punkten. Und es sind noch zwei Spiele, sechs Punkte zu vergeben. Und ja, jeder hat noch die Chance, weiterzukommen. Genau so ist es. Es hört sich immer so einfach an. Wir haben die Tabelle eingeblendet. Arsenal mit 10 Punkten, auch noch nicht ganz durch. Wenn die Eintracht heute verliert, ist auch noch nicht alles verloren. Aber der Modus ist ein bisschen schwierig. Deswegen zur Erklärung für alle euch da draußen. Du kennst den Modus natürlich. Die UEFA hat da gewisse Statuten. Und wenn zwei Teams punktgleich sind, so wie es eben bei Frankfurt und Lüttich passieren kann und eben viele Sachen angewendet müssen und das Hinspiel 2-1 für Frankfurt, das Rückspiel 2-1 für Lüttich ausgegangen ist, dann greifen ganz viele Mechanismen. Unterm Strich ist es so, dass eben am Schluss bei Punktgleichheit die Tore gezählt werden und da ist Lüttich momentan vorne. Vielleicht haben wir die Tabelle nochmal da. Da ist sie. Also 7 Tore kassiert, Lüttich, Frankfurt 6 Tore kassiert, Lüttich 5 geschossen, Frankfurt 4 geschossen. Heißt also unterm Strich, die Eintracht muss in den 2 verbleibenden Spielen einfach mindestens so viele Punkte holen wie Lüttich und in Sachen Tore aufholen. Was macht dich hoffnungsfroh, Felix, dass die Eintracht dann im Februar die K.O.-Runde spielt? Wir haben uns jetzt zurückgehalten mit Toren. Letztes Jahr ja, haben wir viele Tore erzielt und wir haben jetzt noch 2 Spiele Zeit, ja, das zu revidieren. Und ja, wir haben einen guten Sturm, wir haben eine gute Offensive und wenn wir unsere Chancen nutzen, können wir auch wieder viele Tore schießen. Das macht den Fans richtig Hoffnung, wenn du da so entspannt da sitzt, so ein bisschen lächelst, du weißt, was in der Mannschaft steckt, du bist immer nah dran, du bist immer mit dabei und kennst auch das Gefühl, mit dem man jetzt nach London gereist ist. Das vertiefen wir gleich natürlich. Aber ihr da draußen, ihr kommt auch ins Spiel, denn ihr könnt unter Hashtag FragFelix eure Frage hier unten in der Kommentarversion posten und in der Funktion posten und wir stellen Felix dann eure Fragen am Ende unserer Sendung, damit ihr auch bei uns ins Boot kommt und eure Fragen loswerden könnt. Wir werden die natürlich vorher ein bisschen filtern und sondieren. Wir schalten auch gleich nach Doha zu Kevin Trapp, der dort seine Reha macht, schauen aber erstmal auf diese Situation, wie sie nun eben ist. Denn das Spiel in Lüttich hat dafür gesorgt, dass die Eintracht, obwohl man gedacht hat, mit einem Dreier dort kann man alles eintöten, dann doch wieder auf der Kippe steht. Denn bis zur 94. Minute in Lüttich war eigentlich alles gut. Sie sind unglaublich heimstark. Deswegen müssen wir morgen eine sehr, sehr gute defensive Leistung bringen. Aber wir werden alles geben, natürlich. Bonsoir aus Lüttich. Spieltag Nummer 4 in der Europa League Gruppenphase. Es ist wirklich Showtime hier in Belgien. Pass auf die rechte Seite. Nicht ungefährlich. Ball ist noch heiß. Weitschuss aus 20 Metern. Und da war Freddy Röner noch dran. Da ist Platz für die Eintracht. Vielleicht jetzt. Philipp Kostic, Flanke in den Strafraum, so, aber er trifft den Ball nicht richtig, aber der Ball ist noch heiß, so, auf die Kopf von Silva und dann an den Pfosten, das ist eine Riesenmöglichkeit für die Eintracht. Heiß, wieder auf Simiro, der versucht anzuspielen, jetzt eine gefährliche Situation im Strafraum und der Ball geht knapp am Pfosten vorbei. Eckstoß von der linken Seite für Standard Lüttich. Der Kopf verlängert und da ist der Ball im Tor. 1:0 Standard Lüttich. Van Holzen, das hätte nicht sein müssen. Ein Freistoß aus einer gefährlichen Position. Ich würde fast sagen, brandgefährlich. Kostic mit dem linken Fuß und Tor! Tor für die Eintracht! Klasse gemacht! Der wichtige Ausgleich für die SG. Jetzt schiebt die Eintracht an die nächste Situation. Jetzt geht es knifflig. Das war noch ein Foulspiel. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein Elfmeter war. Wenn er Freistoß gibt, dann muss er rot geben, meiner Meinung nach. Es ist ein klarer Torraum. Das ist gelb-rot, oder? Es ist nur die gelbe Karte und das ist eine klare Fehlentscheidung. Noch 90 Sekunden auf der Uhr, Bartosz. Kriegen wir die rum?
Ich hoffe, es lasst, auf jeden Fall. Weiter geht's und das mit einem Konter. Jetzt aber Kostic. Kostic. Über die linke Seite. Kostic immer noch am Ball. Oh. Und dann. Ach. Ich habe dich so sehr an der Jacke gezogen. Es war eine Riesenchance. In der 93. Spielminute Filip Kostic mit einer Riesenchance aus 6 Metern. Und er trifft die Tribüne. Jetzt. Aber jetzt nochmal Gefahr. Meine Güte, was ist hier passiert? Tor für Lüttich. Filip Kostic hat hier die hundertprozentige Möglichkeit. Und da geht es ganz schnell. Und Maxim Lestien macht hier in der 94. Spielminute das 2:1 für Standard Lüttich. Und jetzt ist fertig. Jetzt ist aus. Die Eintracht verliert mit 2:1 in Lüttich. Scheißdreck, wirklich, muss man echt so sagen an der Stelle. Ich glaube das nicht. Das ist Wahnsinn. Ja, da kann man eben deutliche Worte finden für dieses Spiel, das in Lüttich da so war. Ist ja wirklich alles schief gegangen. Wir haben eine Szene gehabt, die ganz schwer zu beurteilen war. Nicht nur für den Schiedsrichter, der da sicher daneben lag, aber wie findest du das als Sportler bei einem UEFA-Wettbewerb, wenn man immer dieses Fairplay hochhält und Respekt und alles, dass sich ein Spieler, der nicht vorbelastet ist, die gelbe Karte abholt, obwohl er gar nichts damit zu tun hatte, und einer, der belastet war und eigentlich vom Platz gehen hätte müssen, sich so im Hintergrund hält. Ist das unsportlich oder sogar clever? Ja, man kann es so sehen, wie man möchte. Ist natürlich in erster Linie auch unsportlich gewesen, aber ist auch gewisser Art Cleverness dabei. Es geht um viel, in dem Beruf, den wir ausüben im Fußball. Es sind viele Emotionen dabei und man will auch Erfolg haben und man will Erfolg dazu beitragen und den Mannschaftserfolg haben. Und ja, im Endeffekt war es jetzt sowieso eine Fehlentscheidung. Es war für mich nicht nur eine gelbe Karte, es wäre eine rote Karte. Und ob er jetzt einen Spieler oder der andere Spieler gesehen hätte, da war schon mal die erste Fehlentscheidung. Und dann, du hast schon so viele Schiedsrichter draußen mit den vierten Offiziellen oder was, wie viel noch neben dem Tor damals standen. Und ja, im Endeffekt darf man sowas nicht übersehen. Das Kuriose daran ist ja, dass die FIFA und die UEFA bei ganz vielen Wettbewerben, die FIFA zum Beispiel bei einer U17-Weltmeisterschaft, einen Videobeweis anwendet, aber in einem UEFA-Europa-League-Wettbewerb, der ja auch wichtig ist und eben um so viel entschieden wird, dass da sowas nicht angewendet wird. Ist so ein Gedankengut in dir als Spieler auch ein bisschen drin, dass du sagst, so, manchmal ist es gut, clever zu sein und auch ein bisschen zu bescheißen? Oder denkst du, lieber immer fair sein, die Kameras lösen ja alles auf? Es wird heutzutage eh immer viel schwieriger, irgendwie was zu verstecken oder zurückzuhalten, weil jede Kamera zeichnet es auf. Oder in Bundesliga oder DFB-Pokal oder in den Champions-League-Wettbewerben gibt es sowieso schon diesen Videobeweis. Und ja, in der Euroleague-Gruppenphase, oder ich weiß gar nicht ganz genau, wann überhaupt der Videoschiedsrichter installiert wird in der Euroleague, ja. Sie haben es geschafft zu verstecken und sind im Endeffekt als Sieger vom Platz gegangen. Und ja, so haben sie es richtig gemacht. Insofern schon die Fans draußen, die Eintracht-Fans, die haben natürlich noch einen Groll und ballen die Faust so ein bisschen in der Hosentasche. Das können wir alles nachvollziehen, vor allem weil Lüttich dadurch bessere Karten hat aufs Weiterkommen. Darf jetzt bloß keine Vorreiterrolle sein für diejenigen, die vielleicht in Zukunft sagen, ja, wenn man unsportlich ist, kommt man sogar weiter. Wir haben es gerade gehört, der Kommentar war von Eintracht FM. Ist ja jedes Spiel, auch das heutige übrigens, auf Eintracht FM mitzuverfolgen. Du hast da noch nicht als Co-Kommentator gesessen. Hättest du da mal Bock? Ich glaube, ich habe da Beziehungen. Ich könnte dafür sorgen. Ja, gerne, wenn ich eingeladen werde. Ich kann bestimmt ein paar schöne Sprüche bringen und würde mich freuen, wenn ich dabei wäre. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wie stellst du dir das vor? Bist du dann eher emotional oder eher so der ruhige, zurückhaltende Typ beim Kommentieren oder wenn du ein Spiel anschaust, beispielsweise auch heute Abend? Es kommt immer auf die Situation drauf an oder wie man benachteiligt wird oder wie man da drin steckt. Ja, ich gehe mal etwas ruhiger in die Partie rein und ich glaube, so, umso länger die Partie geht, umso enger es ist, umso emotionaler werde ich auch. Und ja, es kommt immer darauf an, ja, wie das Spiel geschehen ist. Es gibt eine emotionale Geschichte von dir, die noch gar nicht so lange zurückliegt, die dich selber wahrscheinlich mehr aufgeregt hat als jeden Fan da draußen. Der Patzer gegen Wolfsburg, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Wir haben die Bilder hier. Ich will jetzt gar nicht groß drauf rumreiten, sondern was bist du für ein Typ in der Verarbeitung solcher Dinge? Wie verarbeitest du das? Wer hilft dir da am meisten? Ja, in erster Linie war es jetzt nicht mein erster Fehler. Ich habe schon einige Bundesligaspiele gemacht und auch da mal gepatzt, wie es im jedem Torwart passiert und es war sicherlich unglücklich, wenn man mal spielen darf und ich hatte ein gutes Spiel vorher gemacht und dann kommt so eine Szene, wo du dann den Ball nicht richtig triffst, wo du von 100 Bällen, 99 Bällen den Ball wegschießt. Das war sicherlich unglücklich gewesen,
Aber als Torwart lernst du damit umzugehen, mit diesen Fehlern. Sicherlich habe ich es mir noch einige Male angeschaut. Und, du quälst dich dann selber. Ja, mein schärfster Kritiker ist auch meine Frau und frag mich dann, warum sowas passiert. Und wenn man mal spielt, dann muss man auch die Leistung zeigen. Oder ja, ist natürlich. Schöne Grüße an die Frau, die da schön Druck gemacht hat. Ja, aber es gehört beim Torwart dazu, wenn du im Mittelfeld den Fehler machst, dann machst du halt ein taktisches Foul und dann holst du die gelbe Karte ab und dann interessiert es halt niemanden. Und beim Torwart bleibt halt diese Szene dann wieder hängen, weil du den Fehler zum Tor gemacht hast, weil du halt direkt beteiligt bist und ja, damit muss man halt umgehen können. Und das lernt man dann im Laufe der Zeit. Wir schalten jetzt live zu Kevin Trapp, den wir gerade anrufen. Während ich ihn anrufe, noch die Frage an dich. Was ist Kevin Trapp für ein Typ? Was magst du an ihm oder wo kannst du auch bei ihm vielleicht ein bisschen was abgucken? Wo ist er stark drin? Nicht nur vielleicht als Torhüter, sondern auch menschlich? Vielleicht kann er auch was bei mir abgucken. Aber ja, das fragen wir ihn gleich. Ja, er ist ehrgeizig, will jedes Spiel gewinnen und sehr trainingsfleißig und ja, man sieht auch, wie er seinen Werdegang gegangen ist und da kann man natürlich sicherlich auch stolz drauf sein. Jetzt guck mal, wie ehrgeizig er ist. Da ist er schon zugeschaltet. Schöne Grüße nach Doha in die Wüste an Kevin Trapp. Kevin, schönen guten Abend. Felix. Ich grüße dich. Von Doha, hi. So, ich halte mal so, dass wir beide bei dir zugucken können. Kevin, als du vor ein paar Wochen bei uns warst in der Show zu Hause in Europa, da durftest du noch nicht in den Kraftraum. Du hast gesagt, der Arzt hat gesagt, du sollst dich zurückhalten. Felix meinte eben, du bist ein sehr ehrgeiziger Typ. Jetzt 5 Wochen später bist du zur Reha dort. Was macht die Schulter? Ich habe wesentliche Fortschritte gemacht, das kann ich sagen. Ich bin auch schon im Kraftraum, aber ja, linke Schulter ist immer noch nicht so belastbar. Trotzdem haben wir schon angefangen, es geht jetzt darum, die Stabilisatoren wieder zu aktivieren, dass da wieder Stabilität reinkommt und da sind wir schon sehr weit, da bin ich sehr zufrieden, aber ein bisschen brauche ich noch. Es sieht auch ganz gut aus, wir haben das natürlich verfolgt auf deinen sozialen Kanälen, die Fans, denen geht es genauso, du postest ja ganz, ganz fleißig. Wie ist es denn, wie lange bleibst du noch dort? Ich bin ab Dienstag wieder in Frankfurt, wir haben genau 2 Wochen gemacht. Weil wir gesagt haben, okay, die 2 Wochen ist so die Phase, wo ich wieder anfangen kann, was zu machen, wo es darum geht, in den Details zu arbeiten, dass ich mich hier voll auf mich konzentrieren kann. Ich bin praktisch von morgens 9 Uhr bis abends 16, 17 Uhr in der Reha. Also es ist wirklich ein großes Programm und es lohnt sich bis jetzt. Ab Dienstag bin ich aber dann wieder in Frankfurt. Ja, Felix hat gerade gesagt, du bist ein extrem ehrgeiziger Typ und man kann sich von dir einiges abschauen, aber vielleicht kannst du dir auch was von ihm abschauen. Was findest du denn gut an Felix? Also gut, du musst jetzt natürlich was Gutes sagen, was Negatives nicht, aber was imponiert dir an Felix? Natürlich, nein, Felix ist ein sehr offener, lustiger Typ, aber auf dem Platz auch, er hat diese Gelassenheit, die man oft braucht und das ist eigentlich, was ich sehr an ihm schätze, persönlich verstehen wir uns eigentlich ganz gut. Er hat immer einen Spruch auf den Lippen, auf der Zunge, der ihm rauskommt. Wir lachen viel zusammen. Ist ein super Torwart, hat natürlich, das weiß er auch selbst, keine einfache Zeit jetzt auch gehabt und hinter sich gehabt. Und dafür trainiert er immer top, gibt immer Gas und versucht sich immer zu verbessern. Und ich glaube, das muss man am meisten schätzen, wenn jemand in so einer, sagen wir in Anführungszeichen, nicht einfachen Situation ist. In 2 Stunden geht es circa los mit dem Spiel. Bei dir ist es nochmal 2 Stunden voraus, also 23 Uhr circa Anpfiff. Wo schaust du und was traust du den Jungs heute in London zu? Ich werde es im Bett schauen, weil ich morgen früh schon wieder um 6.30 Uhr klingelt der Wecker morgen früh. Von daher schaue ich mir das im Bett an. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil das Spiel gegen Wolfsburg wurde hier nicht übertragen, leider Gottes. Aber ich versuche alles Mögliche, um es irgendwie zu bekommen. VPN-Tracker oder keine Ahnung, was es da alles gibt. ich hoffe natürlich, dass wir das Spiel gewinnen. Wir haben es verdient. Wir haben uns natürlich im letzten Spiel die Situation nicht unbedingt verbessert, aber wir fahren nach London, um auch dort zu punkten, um zu gewinnen. Und wenn wir das machen, dann sind wir wieder oder noch besser im Rennen als das letzte Mal. Von daher, ich traue der Mannschaft natürlich alles zu und weiß, dass sie vor allem wissen, um was es heute geht. Wir drücken allen natürlich die Daumen und auch dir in der Reha. Und vor allem wollen wir, dass du am 20. Februar in der K.O.-Phase mit der Eintracht in der Europa League wieder spielbereit bist. Danke, schöne Grüße. Vielen Dank. Und weiterhin viel Spaß bei der Reha. Noch. Viel Spaß noch und dann sehen wir uns nächste Woche. Jawohl, viel Spaß noch, Felix. Ciao. Danke dir. So, das Felix
War doch ein nettes Gespräch. Ja, hat er sich viel Mühe gegeben und was Positives über mich zu sagen. Ja, dann gibt es noch einen Torhüter, der bei euch so im Kreis ist, der so ein bisschen dafür bekannt ist, dass er auch so ein bisschen die gute Seele ist so in der Mannschaft, Jan Zimmermann. Was würdest du über den sagen? Wie würdest du ihn charakterisieren? Ja, ist so eine Art und Weise Mädchen für alles. Nimmt die neuen Spieler, nicht nur Türter, alle gut auf. Ja, gewisses Alter, da bringt man schon die Erfahrung mit. Er hat jetzt schon seinen, ich weiß gar nicht, wie weit er ist, seinen Torlehrgang-Schein gemacht, wie sich das jetzt heutzutage alles nennt, absolviert und trainiert schon einmal die Woche Jugendtorhüter und er ist wichtig für die Mannschaft und auch wichtig für uns als Torhüter. Er ist immer für alle da. Und mit diesem Mädchen für alles hast du zusammen versucht, Hessisch zu lernen. Wir haben einen kleinen Ausschnitt da. Oh, ich glaube, das kennst du. Pitch. Bitte? Pitch. Pitch. Das ist Englisch und das Platz. Nein, das ist Hessisch und steht für Punkt, Punkt, Punkt. Deine Tochter liebt es wahrscheinlich und deine Frau nicht, wenn sie das benutzt. Benutzt übrigens in Anführungszeichen. Pitch. Wenn ich spazieren gehe, sehe ich einen Pitch. Nicht ein Pitch, du siehst Pitch. Dreck? Ja, beinahe. Pfützen. Pfütze. Also Pitch, Pfütze hätte ich natürlich auch nicht gewusst. Du bist schon eine Weile hier und auch immer wieder da gewesen. Wie schwierig ist Hessisch für dich? Ja, ich komme aus Norddeutschland, rede Hochdeutsch und es ist hier schon manchmal schon schwierig, den Moppes auch zu verstehen, wenn Moppes Petz, unser Torwarttrainer, wenn er schnell spricht oder für mich in Anführungsstrichen fremde Wörter benutzt, da brauche ich erstmal einen Übersetzer, aber sonst trifft man ja eigentlich schon weniger Leute in Frankfurt, die Hessisch sprechen. Den ganzen Beitrag gibt es natürlich für euch da draußen auf allen Eintracht-TV-Plattformen, YouTube, Facebook und so weiter und so fort. Da ist einiges Witziges dabei bei Zimbo und Felix. Felix, du warst eben, gerade gesagt, schon öfter hier in Frankfurt, bist dann immer wieder weggegangen, aber auch immer wieder zurückgekommen. 2013/14 hast du ein Gruppenspiel in der Europa League gemacht. Welche Erinnerung hast du an dieses Spiel? Das war mein erstes Euroleague-Spiel. Ich durfte ran, weil wir schon qualifiziert waren und ich habe mich gefreut, dieses Spiel absolvieren zu dürfen. Wir haben 0 gespielt, wir haben gewonnen und es war eine sehr schöne Zeit. Das ist dann leider wann war es? 16. Finale, wo wir beide Spiele unentschieden gespielt haben und aufgrund der Auswärtsregelung dann ausgeschieden sind. Aber umso mehr freut mich, dass wir jetzt wieder dabei sind in den letzten beiden Jahren und an den Erfolg anknüpfen können. Aber du hast 0 gespielt. Es war ein 2:0 Heimsieg gegen Nicosia damals. Genau. Das wollen wir natürlich für heute Abend auch. Wir erwarten auch 1:0, der Eintritt auswärts in London. Mannschaft ist gestern losgefahren oder geflogen. Da gab es dann auch die Pressekonferenz. Und Bruno Hübner hat gesagt, auf Eintracht TV steht das ganze Interview, das Team weiß, worum es geht. Und wir wissen, es geht um alles. Arsenal fährt natürlich mit einem guten. Es ist nicht alle Tage, dass man gegen Arsenal spielen darf und von dem her freuen wir uns riesig auf das Spiel. Wir wissen natürlich auch um die Bedeutung des Spiels, aber ja, wir sind fit, wir sind gut drauf, obwohl das die letzten Spiele dann nicht so gezeigt haben, aber jeder weiß, dass wir in der Europa League recht schnell umswitchen können und das wird hoffentlich der Fall. Umso besser wird man, umso mehr steigt die Konzentrationsfähigkeit, umso mehr schaltet der Körper noch eine Stufe hoch. Und genau so ist es. Wir sind schon, die meisten sind schon sehr, sehr lange in dem Profigeschäft und die haben schon viele solche Situationen hinter sich und ich hoffe, dass es uns auf eine neue oder andere Ebene bringt. Shh.
Das war die berühmte Uhr am Ende, die früher noch in Highbury hing und jetzt eben im Emirates Stadium von Arsenal. Felix, die Jungs sahen alle relativ entspannt aus. Wie waren denn, du warst ja beim Team, wie waren denn die Tage nach Wolfsburg und jetzt vor Abflug? Ja, im ersten Leben muss ja man erstmal schon das Spiel gegen Wolfsburg analysieren, verarbeiten. Ja, es war wichtig, dass man dann einen Cut gemacht hat, einen Abschluss, weil wir jetzt wichtige Wochen noch vor uns haben mit Spielen in der Bundesliga und in der Euroleague. Wir haben uns wieder auf den Gegner vorbereitet. Jeder weiß, worum es geht. Es geht um das Überstehen der Gruppenphase und wir müssen punkten. Das weiß jeder. Wir sind dritter Platz zurzeit. Und wir fahren auch mit dem Ziel dahin nach London und da zu punkten. Du hast auch gesagt, jeder weiß, worum es geht. Und genau das hat Adi Hütter auch auf der Pressekonferenz betont. Wir müssen einfach schauen, dass wir morgen, was unsere Leistung, die eigene betrifft, einfach uns besser präsentieren, wie jetzt im Heimspiel gegen Wolfsburg. Wenn wir das schaffen, dann bin ich auch überzeugt, dass wir hier etwas mitnehmen können. Für das sind wir auch da. Aber wir wissen natürlich auch, mit wem wir es zu tun haben. Man weiß, mit wem man es zu tun hat. Mit wem denn? Wie kann man Arsenal schlagen, Felix? Ja, man sieht ja, ich verfolge jetzt die Premier League nicht so sehr, weil ich... Das Gute ist, die haben jetzt 6-mal auch nicht gewonnen. Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt nicht der Typ, der jeden Tag Fußball schaut und alle Ligen verfolgt. Aber ich habe mitbekommen, ja, dass Arsenal zurzeit auch nicht die beste Phase hat in der Liga oder viele Punkte auch liegen lässt. Und wir haben jetzt auch die letzten 3 Spiele verloren. Wie gesagt, es treffen 2 Mannschaften, die offensiv stark sind. Es wird eine offene Partie werden. Wenn wir ein frühes Tor machen oder wenn wir das Spiel lange 0-0 gestalten, wir sind immer für ein Tor gut und wir haben die Qualität, diese Mannschaft auch zu schlagen. Es ist immer so dieses gefühlte Selbstbewusstsein da. Wir wissen, wenn wir jetzt alle die letzten Wochen Revue passieren lassen, man hat die Bayern hier 5-1 weggehauen und danach 3-mal eben verloren. Wie macht Hütter das, dass er in eure Köpfe eben nur das Positive reinpflanzt und sagt, so, wir müssen so spielen wie gegen die Bayern und so gegen, wie gegen Wolfsburg will ich nicht mehr sehen. Was macht er da besonders? Wie macht er das? Ja, es muss auch jedem eigentlich klar sein, dass man nicht immer die Leistung bringen kann, die man gegen Bayern gebracht hat oder gegen Leverkusen. Wir sind immer noch Eintracht Frankfurt. Wir haben uns in den letzten Jahren gut etabliert in der Bundesliga, 2-mal uns für die Euroleague qualifiziert. Es gibt immer mal Schwächephasen und die haben wir jetzt leider hinter uns gehabt und wir müssen jetzt positiv nach vorne schauen. Wir haben jetzt mit eines der schlechtesten Spiele gemacht unter unserem Trainer gegen Wolfsburg und wir müssen jetzt den Schalter wieder umlegen und dieses Europa League Feeling, das wollen wir haben, das wissen wir, was jeder in der Stand ist zu leisten. Und jeder hat das Feeling, gegen so eine große Mannschaft dann wieder zu bestehen. Und das trägt dann, also so ein Erfolg, so ein möglicher Erfolg heute Abend, der trägt einen ja dann auch weiter in die kommenden Runden. Und wenn man das mitnimmt, dann ist es ja auch nur positiv für die Bundesliga. Wir schauen gleich noch auf die auf das Personal. Da gibt es nämlich 2 Spieler, die nicht mit dabei sind. Da sprechen wir gleich noch drüber. Und die Aufstellung gibt es später dann via Social Media. Das wisst ihr natürlich. Aber jetzt um 18.55 Uhr sind die natürlich noch nicht raus. Aber Stichwort Fans ist ein ganz, ganz wichtiges immer bei der Eintracht. Die sind heute nicht mit dabei in London, aber euer Stadionsprecher, der ist schon da. Schönen guten Abend ins Studio, liebe Eintracht-Fans. Schönen guten Abend ins Studio, liebe Eintracht-Fans, lieber Jochen. Viele Grüße hier aus dem Norden Londons, aus dem Emirates Stadium, wo unsere Eintracht hier in Kürze gegen den Arsenal Football Club auftreten wird. Es ist hier alles angerichtet. Der Rasen in einem absoluten Top-Zustand. Fast schon ein Teppich, ein grüner Teppich, der hier verlegt wurde, kann man sagen. Aber der große Wermutstropf am heutigen Abend natürlich... Der ist hier drüben. Das ist der Gästeblock, der heute Abend, ähnlich wie in Lüttich, leider leer bleiben muss. Aufgrund der Strafe. Ihr wisst es, liebe Eintracht-Fans. Tja, es ist, wie es ist. Unsere Eintracht muss heute ohne Fans hier in London auskommen und 3 wichtige Punkte holen gegen die Gunners aus Nord-London. Eine schwere Aufgabe und Jibril Sow hat es gestern auf der Pressekonferenz auch gesagt. Natürlich werden wir die Fans vermissen. Es ist eine ganz andere Atmosphäre in einem Stadion, wenn unsere Eintracht-Fans dabei sind. Aber es ist, wie es ist. Zur personellen Situation, ihr habt es sicher schon mitbekommen, Frederik Renault ist nach seiner Erkrankung wieder mit dabei, ist einsatzfähig, im Gegensatz leider zu Bastost und zu Sebastian Rode, die
fehlen hier leider mit kleineren, zum Glück kleineren Blessuren. Adi Hütter wollte kein Risiko eingehen und hat die beiden in Frankfurt gelassen. Drückt uns die Daumen und unserer Mannschaft in diesem Sinne. Drückt uns die Daumen und unserer Mannschaft in diesem Sinne. Forza SG und viele Grüße ins Studio hier aus dem Emirates Stadium. Danke an Bartosz. Das ist natürlich ein Thema, wenn Dost und Rode nicht mit dabei sein können. Felix, was fehlt ohne die beiden? Man sieht ja, welche Qualität beide mitbringen oder bei welchen Vereinen schon beide gespielt haben, welche Erfolge sie gefeiert haben. Ja, mit Bass fehlt ein wichtiger Anspielpartner im Sturm, der viele Bälle hält oder das Spiel auch sehr schnell machen kann, arbeitet für das Team und ja, sehr abschlussstark ist. Ist natürlich bitter, dass so ein Spieler in so einem Spiel nicht zur Verfügung steht, weil er auch ja, der gegnerischen Abwehr viele Probleme bereiten kann. Mit Seppel fällt natürlich ein absoluter Führungsspieler aus, ein Kämpfertyp. Man sieht, welchen Werdegang er gegangen ist und hätte er nicht diese Anzahl von Verletzungen gehabt, vielleicht wäre es noch, hätte er noch eine andere Karriere ja, absolvieren können. Aber er ist ein absoluter wichtiger Spieler für uns. Und wie ist es ohne Fans? Ja, man sieht ja auch die Wand oder wenn wir überall ist, ist der 12. Mann für den Verein. Man sieht, was bewegt wird, nicht nur jetzt speziell in der Euroleague. Man sieht, dass ganz Deutschland mitfiebert bei den Spielen von der Eintracht Frankfurt. Und man kann auch stolz sein, Eintracht-Fan zu sein. Und es ist natürlich sehr bitter für die Mannschaft auch, dass diese Unterstützung dann in dem wichtigsten Auswärtsspiel fehlt. Aber die Fans, die sind draußen am Monitor oder am Fernseher hier, Eintracht TV, Facebook, YouTube. Und warum? Ja, es gibt viele. Es ist immer schwer zu beurteilen, wenn man nur im Spiel gegen ihn gespielt hat, aber man sieht ja, welche Klasse zurzeit Lewandowski hat und in der Zeit, wo ich auch schon gespielt habe, ja, ist es auch sehr abschlussstark gewesen und ich würde sagen, dass er der beste Stürmer gewesen ist, gegen den ich gespielt habe. Wir sind bei den Stürmern und beim Stichwort Waffe hat die Eintracht was Witziges gepostet, schaut euch das mal an, angekommen in den in England, also in UK. Und die Eintracht hat dann gepostet, oh Mist, André Silva und Paciencia dürfen nicht einreisen, denn da hing am Flughafen ein Post. Kann man das zeigen? It's illegal to bring offensive weapons into the UK. Kann man nicht zeigen? Ich zeig's hier. So, nämlich war das. Und wenn wir bei Stichwort Waffen sind, wir haben heute in London eine Ex-Waffe der Eintracht getroffen. Yeah, of course, but it's normal, you know. It's Arsenal, it's a big team also. But yeah, I believe in Frankfurt, you know. Last season also, we did some great things, so yeah. Er glaubt an die Eintracht. Sebastian Allaire habt ihr natürlich alle erkannt. Felix, abschließende Frage an dich. Wie geht's heute aus und wer macht die Buden? Wie es mir im Endeffekt ausgeht, ist mir eigentlich egal und wer die Tore schießt auch. Ich hoffe, dass wir das Spiel gewinnen und so wie jede Fans und ja, ich hoffe, dass wir die Null halten und wenn es dann am Ende ein Tor für uns ist, dann soll mir das völlig recht sein. Eine klassische Torhüter-Aussage. Hauptsache zu Null und die Eintracht gewinnt. Das ganze Spiel gibt es natürlich auf Eintracht FM im Radio zu verfolgen. TV-Partner ist heute RTL. Wir sagen vielen Dank an dich, Felix Wiedwald, dass du da warst. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Du bist auch vorgesehen für Eintracht FM in Zukunft. Sehr schön. Da haben wir dich eingeladen. Die nächste Show bei uns gibt es am 12.12. Heimspiel gegen Guimarães. Und wir hoffen alle inständig, dass da für die Eintracht noch was drin ist. Denn die Eintracht gehört nach Europa. Deswegen heißt unsere Show Zuhause in Europa. Viel Spaß beim Spiel gegen Arsenal.